Hallo und willkommen zurück zu Xenonauts. Es hat wieder einen Patch gegeben und zwar war das dieses Mal Patch 1.06 und in dem wurden wieder ein paar Fehler behoben. Die letzte Mission wurde irgendwie gefixt und es wurde in der Basis diese Raketentürme wurden wohl erheblich verstärkt. Aber, also die haben jetzt gesagt, oh, 3000, okay, das waren vorher ein paar hundert. Da stand halt vorher, dass die, da stand in der Patch Notes, dass sie hier an diesem Wiki-Dings da auch irgendwas geupdatet haben. Da schauen wir mal rein. Base Structures, Base Upgrade, ne. Ja, wo sollen das stehen? Weapons. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Na, aber gut. Dann halt nicht. Jedenfalls sind die Dinger jetzt viel stärker. Jetzt kann ich die wahrscheinlich abreißen. Aber ich gehe mal auf Nummer sicher und lasse die jetzt in den Basen. So viel kosten die ja jetzt auch nicht. Ja, mein Flugi-Ding ist leider schneller als der Tag-Nacht-Wechsel. Das heißt, das wird jetzt wieder eine Nachtmission werden. Ah ja, und die haben irgendwelche Background-Statistiken jetzt wirklich entfernt und das soll wohl jetzt die Geschwindigkeit verbessern, aber schauen wir mal. Wir sind rechts oben. Den setze ich hier hin. Und der Schildträger darf auch dahin. Also der mit den zwei Schilden. Dann machen wir wieder eine gleichmäßige Verteilung. So. So ist gut. Na, okay. Dann brauchen die sich eh nur einmal umdrehen. Genau. Der läuft hier hin und macht nichts. Dann ist das ja straightforward nach unten hin erkunden. Geht ziemlich weit nach unten. Okay. Dann sollte ich mich vermutlich hier weiter unten halten. Wer weiß, was da Böses ist. Mhm.
Das sieht noch okay aus. Die Burschen, die bleiben mal ein bisschen weiter hinten. Wird wieder mit schweren Geschützen gekämpft. Der wechselt gerade die Ebenen durch, ohne dass sein Bild hin und her springt. Das ist auch neu. Dann gleich nicht mehr weglaufen können, wenn er das Ding geworfen hat. Das ist blöd. Da unten scheint aber ja keiner zu sein, ansonsten wären die Zivilisten nicht mehr am Leben. Und hier unten ist es vorbei. Es raschelt im Gebüsch. Okay, das sind also andere Gegner. Okay, dann ziehe ich die eine Unit hier hin. Aha, hallo.
Es ist gut, dass ich den eben nicht schon da hochgezogen habe. Hallo. So, und die Stelle hier wird auch noch interessant. Ach, scheiße. So. Einfach mal dahin. Nix. Das hier ist ja auch fast zu Ende. Ja, mit den ganzen Gestalten weiß ich jetzt noch nicht, was ich damit anfangen soll, wo ich die am besten hinstecke. Lassen wir mal drei hier oben. Der Rest geht hier mit den nach unten. Ja, da ist es auch vorbei. Da ist sie dann durchgegangen. Und hier unten vermutlich auch noch einer. Na, der geht ja gleich eh um die Ecke. Und der auch. Also gehe ich mit dem mal hier hin. Die gucken sich da mal um. Habe ich hier einen. Ist denn der schnellste, der hier? Da ist nichts. Noch nichts. Könnte halt noch jemand rauskommen. Die können so ein bisschen vorrücken, ohne dass sie sich in Gefahr begeben. Da raschelt es wieder.
Das waren, glaube ich, die Jetpack-Typen gerade, wer da so gegrummelt hat. Hier geht's. Ah, okay, da oben. Ja, da ist bestimmt irgendwo einer drin. Dann lasse ich dir mal hier stehen. So passen. Der kann noch. Soll der da hin? Ich glaube, es ist zu gefährlich für den. Der läuft mal hier hin, dann wird der auf jeden Fall zuerst angeschossen. Wenn er denn angeschossen wird. Ist nicht so riskant. Lass ich lieber mal noch rankommen. Okay. Den werde ich aber so leider auch nicht direkt töten können. Mit zwei Schuss kriege ich den aber nicht tot. Der will nicht zurückschießen. Jetzt vielleicht. Dann machen wir das so. Dann kommt er gleich vermutlich um die Ecke und dann wird er abgemurkst.
dahin. Gewesen. Okay, es sind also zwei, drei. Der Schildtyp ist verblutet. Scheiße. Puh, das ist aber hässlich. Und beim Verbluten hat man dann doch eine verhältnismäßig hohe Chance, dass man das noch überlebt. Dann hoffe ich da einfach mal aufs Beste. Und hier war ja auch einer. In die Hocke. Feuer. Gut. Müssen da erstmal so bleiben. Siebenundsechzig gegen diese fette Rüstung. Die zerlegen mich gerade ganz gut. Da hinten ist die Sau. Da hat er so alleine natürlich überhaupt keine Chance gegen. Noch nicht mit einem Schuss.
Müssen wir das Ding hier mal kaputt schießen? Toller Schuss. Gut. Aber die haben zu wenige AP, um da gut agieren zu können. Vielleicht kann der von da aus rausschießen und den erwischen. Na, nicht getötet, aber der war ganz gut. Der wird noch besser, den hocke ich nämlich jetzt hin. Shit, war nicht so gut. Der kann auch nochmal schießen. Aber auch leider nicht getroffen. Vierundsechzig. Naja, die bewege ich jetzt auf Seite, das ist Selbstmord, da stehen zu bleiben. Ja, so. Ja. Ja, kann man sehen, wie die Spur gezogen wurde durchs Heu. Der hier unten macht mir auch so leicht Sorgen. Er kann dreimal schießen, das sollte eigentlich reichen. Nein, der ging daneben. Oh je. Oh je, wie soll ich den da jetzt retten? Okay, machen wir erstmal den hier. Den sollte ich ja hiermit eigentlich sicher haben. Schön. Ich könnte versuchen, das hier wegzuschießen. Da ist dieser dämliche Heuballen zwischen. Das wird vermutlich nicht funktionieren. Geht dann alles gegen den Ballen. Na, fuck. Okay.
Ist natürlich jetzt Risiko, dass ich meinen eigenen treffe. Yes, das Ding zerstört. Dann habe ich jetzt noch mal eine Chance. Bin auch noch eine sehr geringe, 26. Ja. Fuck, okay. Ne, hab ich da nicht machen können. Dann ist der jetzt wahrscheinlich im Arsch. Ja, zack, 71. Kaputt. Das war auch ein guter. Und 102. Alter Falter. Ja, ich hätte meine Truppen einfach nicht so weit auseinander bauen dürfen. Treffe ich jetzt da noch nicht mal. Feuerstoß. Also. Naja, war die Nachtmission natürlich auch wieder nicht zuträglich. Wenn ich die Gegner früher gesehen hätte, hätte es wahrscheinlich anders ausgesehen. Mit dem Shotgun-Mann hätte ich weglaufen müssen, aber... Naja. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, damit zu treffen. Mit... Ja. Zumindest mit zwei. Der dritte, der war dann sowieso... Der musste dann gemacht werden, weil es nach zwei nicht tot war. Aber bei einer 60% Chance bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass zumindest einer dieser drei Strahlen, die aus der Waffe rauskommt, dass der zumindest trifft. Aber der hat ja gar nichts getroffen.
Das ist schon so ein bisschen fies. Aber auch kein Stück. Ist immer nicht tot. Und die haben leider viel zu wenig AP. Scheiße, dann kann der da oben jetzt schon wieder schießen. Nein, nicht unbedingt. Eventuell hat er zu wenig, um... Gut, dadurch, dass ich den Suppressed hatte. Aber es ist natürlich auch ziemlich freies Gelände hier. Der steht da irgendwie drin. Oder ich sehe ihn nicht wirklich, das kann natürlich auch sein. Ja, doch schon. Damit kann ich ihn auch anvisieren. Okay, hier ist das Raumschiff. Vier Leute schon verloren. Damit wird natürlich jetzt sein letzter Raum auch umso schwerer. Da darf der dann auch mitmachen. Der hier kann sich unten den Schild holen. Aber der ist so langsam jetzt schon. Thank you.
So eine Böschung genau in der Mitte. Naja. Nicht ideal. Ist zwar nicht ganz voll der Schild, aber das reicht. Ansonsten kriegt er halt den von dem anderen, wenn er zerbrechen sollte. Die sind einfach so langsam. So, dann machen wir hier unten das Haus gerade noch. Leer. Okay. Ist aber auch alles dämlich. Die Einheiten so hinzustellen, dass die schießen können, wird extrem schwer. Der hat jetzt nur noch 49, weil er den Schild trägt. So. Die kann er gleich wieder einsammeln zur Not. Aber dafür ist es erstmal nötig. Und das hier muss ich auch noch kaputt schießen, damit er drüber laufen kann. Mit dem Schild. Na, ist alles scheiße. Da kann der gleich drüber. Dann puste ich da diese Büsche gerade noch um.
Ist hinter noch ein Busch? Ich kann so wenig laufen mit dem Ding. Aber wenn da gleich jemand aus der Tür rauskommt, ist der sofort tot. Das kann ich jetzt auch nicht. Der darf nicht werfen. Muss ich ein bisschen anders machen. Der braucht die Bewegung hier einfach. Legt er mal seine Waffe temporär weg. Wieso sehe ich dieses dämliche schwarze Ding nicht? Was soll denn das? Sorry mal, dass sie die Tür nicht aufmachen. Oh, ein bisschen anders. Selbst dafür ist die Position scheiße. Ja, immerhin sind das andere und das, die regenerieren nicht. Machen wir so. Bitte lass die Tür zu. Gut. Das verstehe ich nach wie vor nicht. Der sollte hier aber auch eigentlich weit genug. So. Hat er überhaupt was die Tür getroffen? Aha. So, dann wird's jetzt kritisch. Also da drüber ist er. Zurück. Feuer. Schön. Nichts.
Ne? Dann baller ich hier das noch weg, damit er auch mal von der anderen Seite herangehen kann. Damit er da in den Winkel reinschauen kann. Was sie da gerade anstellen. Ist die Flare wieder ausgegangen? Das ist immer so. Wie sieht es denn überhaupt von der Zeit aus? Ja, ich denke, ich werde hier mal einen Schnitt machen und dann geht es beim nächsten Mal weiter. Also, bis denn.